Die Ahornente in der WhatsApp-Gruppe, ey. Wie lange ist die Beta und keine Sau schreibt zurück. Ja, die Ahornente. Die arme Sau. So, Walker ist sold. Der braucht ja wieder 2 Tage, bis er den gezogen hat. So, kommt da alle mit? Oh, scheiße, da sind nicht genug Plätze frei. Muss ich nur mal raus. Bin ich drin? Ah, Match has started. So, also jetzt. Ich bin jetzt wieder in einem Spiel drin, auf der anderen Karte. Nee, dann musst du aufpassen, dass wir auch alle in einem gleichen sind. Ja. Dann bin ich nicht bei euch drin. Diese Score-Verteilung voll ewig. Die ist voll lahmarschig. Dann join ich mal nach, Hachi. Ne? Ja. Red Hachi. Ich hab Hachi. So, ich bin bei Gameplay, Mann. Wer ist da noch bei mir drin? Keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung. Bei mir joint er gerade erstmal. Ich bin in der Schlange. Ich bin in der Schlange. Ich bin Mr. Ich war irgendwo anders. Also ich bin bei Mr. Schlange. Mr. Schlange. Friends. Oh, Mr. Schlange ist vom Commander Krieger. I know. Ah, ich bin im Gegnerteam. Jetzt wird Gameblamer getötet. Wollt ihr jetzt einen anderen Server oder? Ja, ich warte nur, dass ihr alle auch draufkommt. Also ich bin drin. Ach so. Ich werde jetzt Gameblamer töten. Ja. Also bei mir steht noch Searching. Ich guck mal, wie sich das join, Controller spielt. Join einfach über mich, dass du da auf mich draufklickst und dann Join Game oder so. Jetzt wird der Gameblamer geklickt. Drauf. So, Opa Klopper ist auch da. Hallo Reigns, Reigns ist wieder da. Geil. Jetzt wird gekloppt. Und boah, die Empfindlichkeit erstmal hochstellen. So, Game Duplo fehlt noch, der Lennart fehlt, Twister ist da. Jetzt ist der Server voll, toll. Ah, da gehen bestimmt gleich wieder welche. Ach geil, eine Warteschlange, sehr gut. Ohne Warteschlange, ne? In COD, andauern beim Freund. Oh, ich will rein. Braucht man eine halbe Stunde, bis einer rausgeht. Tut mir leid, Lennart, ich hab dir nicht zugehört, was? Ja, hast am Nachbartisch geguckt und gelacht. Dann musst du pennen gehen. Also, ich kann dir schon sagen, wenn du diesen Warteschlangenbildschirm hast, da tut sich nichts. Hab vorhin 15 Minuten gewartet, nichts passiert. Echt? Wo muss ich überhaupt hin? Scheiße. Boah. Was mache ich denn Also ich muss das Spiel ganz ausmachen und dann von dem scheiß Client aus hinterher joinen. Gameblamer. Client. Oh. Ach, dein ist Client. Der Gameblamer. Client ist vom Client. Dein ist Darth Vader. Dein ist Vader. Da hinten ist der Darth Vader. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Das kannst du eine Zeit lang spielen. So mehr du tötest, so länger kannst du spielen. Darth Vader, wo bist du? Ich bin dein Vater. Dum, dum, dum. Ah, Gamer Dugur hat geklappt. Warteschlange, bin drin. Warteschlange. Okay. Da hast du wohl nur übelst Pech gehabt, dass keiner rausgegangen ist. Bringt auch nichts im Kleid zu baden. Hast ein Beinchen rausgehalten, ne? Hab ich dann Kleid umsonst angezogen. Kleid. Nix drunter, ne? Boah, das sieht schon geil aus. Aber ich hab da jetzt zum Beispiel die Dennis-Version und PS4 gleichzeitig nebeneinander stehen. Ich sehe grob keinen Unterschied. Wie können wir die AT-Walker eigentlich kaputt machen? Oder ist das nicht? Ja, wenn im Flugzeug X-Wings in Y-Wings incoming, wie kann ich denn so ein Ding joinen? Da hinten, glaube ich. Ja, aber du kannst die Teile nur angreifen, wenn da irgendwie so eine Meldung auftaucht. Bitte jetzt angreifen, bitte linke Maustaste klicke. Ja, nee, so ungefähr war das. Wir hatten das irgendwie. Du musst vorher irgendwie so eine Dinger zerstören, so eine Schutz. Oma oder was das sind? Wie komme ich aber in die Reihen? Das ist die Frage. Ja, das fragst du dich, ne? Wie du da reinkommst. Musst du hinten reinfliegen. Vielleicht E drücken? Freundschaftsanfrage schicken. AT1 in der Freundesliste. Cool jetzt. Bei mir ist das Spiel jetzt erstmal abgeschmiert. Nee, weil ich will in so ein Flugzeug rein, ich will selber fliegen. Ja, dran stellen, E drücken. Das heißt, ich möchte. Wo spawnen die denn bitte? Bei E. Spawnen nicht.
Im Schnee sind so diese blauen Zeichen. Oh, Gnati. Die man schwer erkennen kann. Die Musik? So. Halt Star Wars, ne? Erinnert ein bisschen dran, ne? Ja, ein bisschen. Ich wundere mich schon, ich dachte, es wäre jemand anderes. Hat aber ein bisschen was vom alten Star Wars, ne? Nicht von diesem neuen. Boah, ich bin aber auf den neuen Teil gespannt von Star Wars, ja, von auch. Disney. Mal gucken, ob sie den vernünftig hinkriegen. Ich würde eigentlich ins Kino gehen, eigentlich. Oder ob das so ein Kinderscheiß wird, ich hoffe nicht. Irgendwie ja. Habe ich keine Lust mehr auf das Spiel. Macht das Schießen mit dieser komischen Antenne auf den AT-AT überhaupt irgendwas aus? Nein. Warum ist die Scheiße denn dann hier drin? Wie gesagt, du kannst den nicht die ganze Zeit verbunden, ne? Du musst irgendwie immer eine bestimmte Situation abwarten. Aha. Boah, mal die Animation angucken. Boah, das sieht schon echt geil aus. Ja. Hammer. Also bei den ganzen Magazinen haben sie gesagt, die Truppe mit dem AT-AT gewinnt eigentlich immer. Weil den kannst du fast nicht zerstören. Nee. Der auch kacke. Also Imperiale ist wohl überpowered in dem Modus. Ja, finde ich gut. Wir hoffen, der immer noch das im Pet. Ja, ne, ich spiele immer Imperiale. Weil die haben halt gesagt, du steigst einfach nur in so einem Riesending ein und kannst alles wegmähen. Nix hat eine Chance gegen dich. Ein Schuss und alles ist One-Hit. Aber da muss auch ein Gegenstück geben, finde ich. Selbst so ein, oder so ein Luke Skywalker oder so. Ja, dafür gibt's ja die A-Wings. Mit den Kleid anziehen. Oder mit den A-Wings kannst du da dann die Beine umwickeln und dann fallen die hin, wie im Film. Ja, aber es funktioniert wohl nicht in der Beta. Also mehrere haben schon geschrieben, funktioniert nicht. Ja gut, jetzt will ich doch entschuldigen, aber wenn es in der Hauptversion so ist, dann eigentlich kacke. Also es gab wohl erst einen YouTuber, der das hinbekommen hat mit diesen beiden Fesseln. Oh. Die bitte ich doch nur zum Antesten, du sollst ja nicht Spaß haben. Du sollst dich nur an der Grafik satt sehen, ne? Genau. 10 Minuten da gehen. Aber die gehen halt stark von aus, dass das halt noch Alter, spürt. Kinder. Deswegen warte ich auch ab, bis wir das Spiel vernünftig getestet haben, bevor ich mal kaufe. Weil ich habe keinen Bock mehr, ein Spiel zu haben, wo du die Hälfte nur zocken kannst. Ja, ich kaufe mir das, auf jeden Fall. Ich kaufe es mir nicht, weil... Ja, ich weil... auch, weil ich stark davon ausgehe, da ist der Patch eigentlich immer ziemlich genau, ich kaufe es mir auch, das ist legal. Was machst du denn? Ich kaufe es mir auch, und das ist legal, das Spiel. Ich kann das eventuell spielen, vielleicht irgendwann mal. An der Hülle erfreuen. Ja, bei PS4 hast du ja den Vorteil, da hast du ja noch was von der Hülle. Und bei PC brauchst du ja eh nicht mehr, da lädst du ja eh nur noch alles über irgendwelche Clients. Das Vorteil PC ist billiger, klar. Ja, über Kay, aber es wird billiger, das ist Schöne daran, aber es läuft nicht auf meinem PC. Das erste Spiel, was nicht läuft. Ja, aber für PC brauchst du mal Kleider, um mit runterzuladen. Kleider. Oh, was ist das für ein Drecks-AT? Bringt auch einen Mini-Rock. Ja, kannst du ja probieren. Kannst du auch, dankeschön. Rainbow Six lief noch ganz gut. Ey, das ist Luke. Ich habe Luke. Oh, Luke, mein Cousin. Dein Cousin. Das ist ja geil. Der kann ja laufen. Alter. Ja, aber mit Luke gehst du schon ab, ne? Also, ja, der hat schon mal auf dem Kasten. Also wenn den vernünftig spielt, kannst du wohl so eine ganze Gegnerarmee locker mal wegratzen. Wir sollen den Walker verteidigen. Y-Wing ist unterwegs. Oh geil, ich habe einen TIE Interceptor. Jawohl, ich kann fliegen. Ich habe einen TIE Interceptor, das ist ein Bomber. Wie geil. Geil. Echt cool. Oh Gott, ich bin festgepackt in so einer Satellitenschüssel. Oh. Gut, hören, oh Scheiße, ich bin abgestürzt. Boah, ey, ich hab diesen. Fuck, ich muss in Settings gehen, das ist invertiert, ich hasse das. Invert Flight. Ich guck gleich nochmal ein Video, was man hier wirklich machen muss. Verteidigen. Dann verteidigen wir. Und sterben.
Ja, den Shutdown mal verhindern. Sterbe. Er ist gehypt. Wo hast du einen TIE-Bomber verloren? Ja, du brauchst ja nichts sagen, du hast ja Luke Skywalker jetzt auf deiner PS4. Hatte. Mann, bist du ein Noob, ey. Kannst du ich hab einen Orbital Strike gekriegt. Die Kamikaze direkt, du kannst doch nicht fliegen. Doch, ich hätte fliegen können, wenn das nicht invertiert gewesen wäre. Und dafür hast du ja einen richtig geilen Joystick, der immer nach unten lenkt. Den Joystick kann ich hier noch nicht mal, den kann ich hier noch nicht mal konfigurieren in der Beta. Nimmt der nicht an. Achso, ah, super. Ja. Ja, wie gesagt, ne, soll keinen Spaß bringen. Nur Grafik gucken. Ja. Ist eine Grafik, die Grafik-Beta, ne? Richtig. Und denkst du dir nachher, ja, sah ja doch ganz gut aus. Und dann hast du 60 Euro ausgegeben und dann ist schon zu spät. Jetzt kein Zug mehr. Das ist der Tipp. Hast recht, das Spiel macht mir keinen Spaß. Aber sieht gut aus. Spaß wird überbewertet. Ja. Richtig. Ey, jetzt habe ich irgendein Fernglas in der Hand und keine Ahnung, was ich damit machen kann. Damit kann man Fernglas reißen. Ich habe das Gefühl, ich spiele mit euch. Ich sterbe immer. Das kann nicht sein, dann sind wir nicht auf dem Server. Ich bin erst 6-mal gestorben. Oh, da ist schon einer 11-mal. Meine Fresse. Ja, oh, ich hier auch noch die Fresse, ne? Du spawnst und auf einmal steht über dir ein 20 Meter hoher AT-AT. Es gibt schlechtere Leute als mich, das beruhigt mich schon. Ja, was bist du auch im Gegner-Team? Ja, ist voll, wa? Gut, dass Maiko schon schläft, ne? Alter, ich krieg One-Hit und bin tot. Das ist One-Hit. Das ist One-Hit tot. Ein One-Hit-Wonder tot. Also Opa Klopper, das Spiel ist absolut. absolut episch. Also da ist, falls du das Video siehst, gesponsert, nehme ich das Spiel auf jeden Fall. Der Was Dennis denn? Hat auch gerne eins und der Lennart kriegt auch noch eins. Wäre auch nicht schlimm. Was denn für eine Anfrage? So, jetzt bin ich der AT-AT. Mach doch mal so ein AT-AT-Platz hier. Der gehört doch zu uns, du. Ach, der gehört zu uns. Zumindest zu mir. Jetzt habe ich irgendwie so ein Y-T-Wing fliegen. Aha. Das ist ein Y-Wing, es gibt kein Y-T-Wing. Oder ein T-Wing. Doch. Nein, okay, das ist auch kein T-Wing, das ist ein T-Fighter. Was hatte ich denn? So, wie geht das hier? Alter, hier rennt der Darth Vader rum. Der Darth Vader. Das Vader. Der Darth Vader. Der läuft genau so. Dennis Vader. Dennis der Vater. Der Vater. Das Vader. Den wollen wir überschreiben. Oh, Gamer Dublo, ich hab dich fliegen gesehen. Ja, kann ich gut, ne? Die Musik, Alter. Also wenn du einen guten Flieger später für deinen Clan brauchst, bin ich dabei. Victory! Kann ich gut. Ja, ich hab's geschafft. Guck mal. Und im Rage Quitten bin ich auch Dinger gut, Dennis. Also wenn du einen guten Rage Quitter brauchst, bin ich auch dabei. Mhm. Alles für die Männer. It's Harry. Das ist auch ein geiler Name. Siehst du, ich war nicht letzter. Der letzte hatte 0-0. Der ich liebe dich. Gemacht. Entschuldigung. Ach ja. Oh, wieder ein Schluck Wasser. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.